Ja, damit haben wir jetzt so Kandidaten gefunden, mit denen wir vielleicht diesen ungünstigen Raum C1 erweitern können, um zu einem vollständigen Raum bezüglich eines vernünftigen Skalarprodukts zu kommen. Und da wollen wir den Raum zunächst mal benennen. Und das ist H1 von AB. Und das ist jetzt benannt eben genauso, wie wir vorher das C1 benannt haben. H1 von AB soll sein der Raum aller schwach differenzierbaren Funktionen auf AB. Und natürlich ist es eine Teilmenge von L2, ja, weil diese schwach differenzierbaren Funktionen sind alle in L2 und so weiter. Ja, jetzt müssen wir darauf ein vernünftiges Skalarprodukt definieren und überlegen, was haben wir bei C1 gemacht. Bei C1 haben wir, damit der Raum vollständig wurde, noch die Norm, die unendliche Norm der Ableitung mit reingenommen. Und H1 ist entsprechend auf L2. L2 hat eine vernünftige Norm. Und dann nehmen wir doch hier für H1 einfach auch die Norm der Ableitung mit dazu. Das heißt, für Skalarprodukt, wir definieren ein Skalarprodukt auf H1 für zwei Funktionen f und g aus H1 einfach als das Skalarprodukt von f und g in L2 plus, naja, wir wissen ja jetzt, diese Funktionen sind schwach differenzierbar, also setzen wir hier die schwachen Ableitungen ein, plus f' g' in L2 und das bezieht sich natürlich alles immer auf das Intervall AB. Okay, das heißt, was ist das? Das ist das Integral a bis b, f von x, f von t haben wir immer gesagt, g von t plus f' von t, g' von t, dt. Und nur der Vollständigkeit halber, was ist dann natürlich die Norm, die zugehörige, die h1-Norm zum Quadrat, wäre dann entsprechend gleich dem Skalarprodukt von fg, von ff, machen wir es so, plus das Skalarprodukt von f' und f', und das ist nichts anderes als die 2-Norm von f plus zum Quadrat plus die 2-Norm von f' zum Quadrat. Okay, ich behaupte, H1 versehen mit dieser Norm ist vollständig. Und wenn wir das zeigen können, dann sind wir wirklich einen großen Schritt weiter, denn dann brauchen wir nicht mehr auf diese blöde Supremumsnorm zurückzugehen, sondern können wir hier tatsächlich immer mit Skalarprodukten arbeiten. Okay, also, was muss man zeigen für Vollständigkeit? Nehmen wir an, Fn ist eine Cauchy-Folge. Dann muss ich zeigen, dass Fn konvergiert gegen ein F in H1. Okay, zunächst mal, Fn ist eine Cauchy-Folge. Das heißt also, die Norm von Fn minus Fm in H1, naja, das ist nichts anderes als die Norm von Fn minus Fm in L2 zum Quadrat plus die Norm von Fn minus Fm Strich zum Quadrat. So, Fn minus Fm, die linke Seite ist eine Cauchy-Folge. Das heißt, uns bleibt nichts anderes über, als die rechten Seiten sind auch Cauchy-Folgen. Das heißt also, die Fns konvergieren gegen ein F in L2, denn L2 ist vollständig. Und die Ableitungen konvergieren auch. Ja? Die Ableitung des Fn', die bilden auch eine Cauchy-Folge in L2. Das heißt, auch diese Fn', die konvergieren gegen ein F' in L2. Und im Wesentlichen, was wir zeigen müssen, ist, naja, das F' ist tatsächlich eine Ableitung von F. Okay, dann schauen wir uns doch mal an. Wir wollen zeigen, dass das F differenzierbar ist, dass das F also tatsächlich in H1 liegt und nicht nur in L2 liegt, sondern sogar in L1 liegt, in H1, nicht nur in L2, sondern sogar in H1 liegt. Also schauen wir uns an, das Integral f von x, phi' von x dx
Und ich schreibe das jetzt hier nicht nochmal hin. Das Phi ist natürlich wieder so eine Testfunktion aus 10, 0 unendlich. Okay, f ist der Limes der fn und ich vertausche hier gleich, das ist ein endliches Integral, ich vertausche hier gleich die Limesbildung und das Integral. Dann ist das dasselbe wie der Limes k gegen unendlich. Integral a bis b, fk von x, phi' von x dx. Okay, diese fks, die sind aber alle in H1. Ja, das war das Fn, das war eine Cauchy-Folge in H1. Also sind die differenzierbar und das ist dasselbe wie der Limes k gegen unendlich. Integral a bis b minus Integral a bis b fk Strich von x phi von x dx und da habe ich die Eigenschaft eingesetzt, dass die Funktionen schwach differenzierbar sind und mit anderen Worten, dass ich partiell integrieren kann. Okay, jetzt ziehe ich den Limes wieder rein und dann ist das nichts anderes als minus das Integral von a bis b fk Strich von x phi von x dx. Ups, schon f Strich von x, ja, ich ziehe den Limes rein, dann steht hier f Strich von x phi von x dx. Ja, und das heißt also, f ist schwach differenzierbar. Und die Ableitung ist f'. Ja, und natürlich gilt, dass f minus fn minus f in H1 zum Quadrat, das ist nichts anderes als fn minus f in L2 zum Quadrat plus die Norm von fn minus f Strich in L2, fn Strich minus f Strich in L2 zum Quadrat. Das macht jetzt alles Sinn, weil wir gerade gezeigt haben, dass das f in H1 ist. Ja, und nach unseren Voraussetzungen, was wir oben gesagt haben, das hier konvergiert gegen 0 und das hier konvergiert auch gegen 0. Ja, die fn's konvergierten gegen f, die fn' konvergierten gegen f'. Also konvergiert das alles gegen 0. Also konvergiert auch das hier insgesamt gegen 0. Das heißt also tatsächlich, f ist der Limes. Also fn konvergiert gegen f. In H1. Und daraus folgt, dass H1 vollständig ist. Und diesen vollständigen Raum nennt man auch einen Sobolev-Raum. Und Sie ahnen vielleicht schon, also man kann auch höhere Ableitungen hier nehmen, dann hat man eben halt H2 und so weiter. Wir wollen hier direkt noch eine interessante Eigenschaft dieser Sobolev-Räume bzw. der Normen in Sobolev-Räumen notieren. Und zwar, wir haben bis jetzt gesagt, naja, die unendliche Norm ist nicht gut, die wollen wir eigentlich nicht. Aber tatsächlich gibt es einen sehr engen Zusammenhang zwischen der unendlichen Norm und der Norm in diesem Raum H1. Und das sagt uns die sogenannte Sobolevsche Ungleichung. Ups. Und die behauptet, sei f-Element c0. Also wir nehmen mal an, unsere Funktion ist tatsächlich stetig. Dann existiert ein c0 größer 0. Ein C größer 0 mit der Eigenschaft, dass die unendliche Norm von f kleiner gleich einer Konstante mal die Norm von f in H1 ist. Ja, das heißt also, obwohl wir jetzt hier völlig unterschiedliche Normen haben, die Norm in H1, das ist eine, die über Skalarprodukte definiert ist, die unendliche Norm ist die Supremumsnorm, mit dem wir
mit der wir nicht allzu viel anfangen konnten. Aber es gibt zumindest tatsächlich eine Abschätzung. Ich kann die unendliche Norm einer stetigen Funktion abschätzen durch diese H1-Norm. Das ist nicht selbstverständlich, aber für diese Funktion ist tatsächlich der Fall. Und wir wollen das schnell beweisen. Ohne Einschränkung schauen wir uns das an auf dem Intervall von minus 1 bis 1. Das spart mir diese ganzen ABs. Okay, und wir schauen uns mal an die ganz spezielle Funktion t minus 1 mal f von t plus s. Na, ich sehe gerade, ich habe hier vorne einen Fehler gemacht. Das f muss aus C1 sein. Entschuldigung. Ja, also diese Gleichung gilt nur für f aus C1. Das macht ja auch Sinn. Wir gucken uns C1-Funktionen an, nicht C0-Funktionen. Entschuldigung. Okay, t minus 1 mal f von t plus s. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich den Fehler gerade gemerkt habe. Ich möchte das nämlich jetzt differenzieren. Das ist mit Sicherheit differenzierbar, was da steht. Ja, das f ist klassisch differenzierbar. T minus 1 ist auch differenzierbar. Das heißt, wir können das tatsächlich ausrechnen. Okay, diese Funktion möchte ich integrieren, die da steht, und zwar über t. Und zwar von 0 bis 1. Na gut, die Stammfunktion steht da, ja, das ist t minus 1 mal f von t plus s. Und mit anderen Worten, ich muss erstmal 1 einsetzen, dann kommt 0 raus. Und wenn ich 0 einsetze, dann steht da minus 1 mal f von s und dann insgesamt kommt noch ein Minus von dem Einsetzen. Das heißt also f von s ist gleich Integral 0 bis 1 t minus 1 mal f von t plus s Strich dt. Jetzt können Sie sich vielleicht mit Fug und Recht fragen, wo kommt die Funktion denn jetzt wieder her? Ja, und für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen dafür, immer dann, wenn wir die Unendlich-Norm reinbringen, dann müssen wir mit Tricks arbeiten und das hier ist jetzt halt so einer. Okay, gut. Das können wir aber ausrechnen, was da steht. Und zwar, das differenzieren wir mit der Produktregel. Das ist also das Integral 0 bis 1, 1 mal f von t plus s. Und ich schreibe das mal hier auseinander, dt plus das Integral von 0 bis 1, t minus 1, mal f' von t plus s dt. Okay, da steht jetzt so ein Integral über das Produkt von zwei Funktionen und da können wir Cauchy-Schwarz anwenden. Ja? Also machen wir Cauchy-Schwarz. Und wir haben, dass der Betrag von f und s kleiner gleich ist dem Integral 0 bis 1, 1 dt hoch 1/2 mal dem Integral von 0 bis 1 f von, t plus s. Naja, also auf jeden Fall mal, da steht jetzt das f von t plus s und habe ich schon gesagt, wo ich das S für... Ah, nein, okay. Entschuldigung, damit das Ganze überhaupt Sinn macht, damit ich das F von T plus S da oben überhaupt angeben kann und überhaupt einsetzen kann, muss gelten, dass S kleiner gleich 0 ist. So. Machen wir lieber in Rot. Ja, S kleiner gleich 0 und das sollte natürlich zwischen minus 1 und 0 liegen. So. Okay. Dann gilt der Betrag von f von s ist kleiner gleich Integral 0 bis 1, 1 mal 1 dt hoch 1/2. Naja, und dann steht hier das Integral 0 bis 1 f von t plus s dt. Das ist auf jeden Fall mal kleiner als das Integral von minus 1 bis 1 oder kleiner gleich dem Integral von minus 1 bis 1 f von t dt zum Quadrat. Hier wollte ich auch ein Quadrat schreiben. Hoch 1/2. Ja, warum ist das so? Naja, also hier oben, guck
gucken, wo ist meine Maus? Da, hier oben, da wird T plus S eingesetzt und auf jeden Fall Werte aus dem Intervall von minus 1 bis 1. Wenn ich das jetzt erweitere hier auf das gesamte Intervall von minus 1 bis 1, dann wird das Ganze höchstens größer. Ja? Also hier steht ein Teilintervall aus minus 1 bis 1. Wenn ich das Ganze hier größer mache, dann macht das nichts. Okay, ich mache auch Cauchy schwarz auf der rechten Seite. Und dann haben wir hier das Integral von 0 bis 1. T minus 1 zum Quadrat hoch 1/2 mal und mit derselben Argumentation wie gerade ist das kleiner gleich, ist wieder ein Integral über f' von t plus s zum Quadrat, das ist so ein Teilintervall von minus 1 bis 1, wenn ich das auf das gesamte Intervall vergrößere, dann wird das höchstens größer, das heißt, das ist f' von t zum Quadrat dt hoch 1/2. Okay, das hier vorne und das hier, das hängt überhaupt nicht von f ab, das sind zwei Zahlen. Und das hier ist eine Funktion, die liegt zwischen 0 und 1. Diese Funktion hier ist immer 1, das heißt auf jeden Fall wird das hier vorne größer sein. Das heißt, das ist kleiner gleich dem Integral von 0 bis 1, 1 Quadrat dt hoch 1/2, naja, das ist 1, ja, mal der Summe aus den beiden rechten Seiten hier vorne, das ist also das Integral minus 1 bis 1, f von t zum Quadrat dt hoch 1/2 plus dem Integral minus 1 bis 1. Ich hätte es mir auch schon, glaube ich, schreiben. Ich glaube, Sie sehen jetzt auch so, was es ist. F' von t zum Quadrat dt hoch 1/2. Naja, und das hier ist nichts anderes als die Norm von f, die 2-Norm von f zum Quadrat. Das hier ist nichts anderes als die L2-Norm von f' zum Quadrat, das heißt, das ist die Norm von f zum Quadrat plus die Norm von f' zum Quadrat in der L2-Norm. Ja, und das ist nichts anderes als die H1-Norm. Ja, das heißt also, für s kleiner gleich 0 ist der Betrag von f von s kleiner gleich einer Konstante mal die Norm von f in der H1-Norm. Für S machen sie es ganz, für positive S machen sie es ganz genauso, sie drehen einfach alles um. Das spare ich mir hier und das heißt, es gilt, da immer F von S kleiner gleich der Konstante mal der H1-Norm ist, die Unendlich-Norm von F ist kleiner gleich der Konstante mal die H1-Norm von F. Okay, wo kommt die Konstante her? Ja, wir hatten noch 1 hier vorne. Naja, ich hatte ohne Einschränkung nur das Intervall minus 1 bis 1 betrachtet. Wenn wir ein anderes Intervall hier vorne nehmen, bekommen wir auch eine andere Konstante. Und aber in jedem Fall, die Konstante hängt nur vom Intervall ab, nicht von unserer Funktion. Okay, gut, das sieht prima aus. Aber wir dürfen nicht vergessen, das gilt natürlich nur für Funktionen f aus C1. Okay, eine Folgerung daraus ist, ja, man hat irgendwie jetzt das Gefühl, okay, die Unendlich-Norm ist so fast äquivalent zur H1-Norm. Nicht ganz, ja, aber zumindest mal lässt sich dadurch abschätzen. Das heißt also, wenn wir eine Cauchy-Folge haben bezüglich H1, dann ist es auch eine Cauchy-Folge bezüglich der Unendlich-Norm. Jetzt wissen wir, die stetigen Funktionen, die sind zumindest mal vollständig bezüglich der Unendlich-Norm. Das heißt also, es sollte einen Zusammenhang geben zwischen den stetigen Funktionen und diesen H1-Funktionen. Und tatsächlich gilt der Satz, und das ist eine direkte Folgerung daraus, aber den Beweis finden Sie im Skript, ist auch nur ein Zweizeiler. Aber ich zitiere ihn trotzdem hier nur, H1-Funktionen sind stetig. Und der Beweis ist so ein bisschen fummelig, Sie finden ihn im Skript. Ja, und dieses Ding nennt sich auch der Sobolewsche Einbettungssatz. Ja, und zu unserem Glück fehlt uns jetzt nur noch ein Satz, nämlich die Poincaré-Ungleichung, und die werden wir als nächstes beweisen.